In den französischen Medien ist heute von einem politischen Tsunami die Rede und von einem neuen Monarchen. Wie vorhergesagt, hat Präsident Emmanuel Macron mit seiner neu gegründeten Partei auch bei den Parlamentswahlen einen historischen Triumph gefeiert. In der ersten Runde gestern kommt Macrons neue Liste auf 32%, deutlich vor den Konservativen, dem ganz rechten Front National, den Linken und den Sozialisten. Aber wie dramatisch das wirklich ist, das zeigen erst die Projektionen für die Stichwahl kommenden Sonntag. Demnach wird Macron im Parlament eine satte Zweidrittelmehrheit bekommen. Die Konservativen können nur noch mit gut 100 Mandaten rechnen, aber völlig zerstört wurden die bisher regierenden Sozialisten. Von rund 300 Sitzen stürzen sie auf maximal 25 ab. Und Marine Le Pen wird auch nicht, wie groß angekündigt, die stärkste Oppositionskraft führen. Ihr Front National wird letztlich wohl nur 5 Mandate schaffen. Aus Paris, Christoph Kohl. Nach der Wahl ist vor der Wahl und so sind die Wahlkampfhelfer von Macrons Bewegung heute wieder zurück auf den Straßen Frankreichs, versuchen für die Stichwahl zu mobilisieren. Man dürfe sich nicht auf dem großen Vorsprung ausruhen, so die Devise im Lager von Emmanuel Macron. Man muss sehr bescheiden bleiben. Wir werden erst nächsten Sonntag sehen, ob wir wirklich mit einer absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen haben. Bis dahin gilt es, die Unentschlossenen zu überzeugen, all jene, die noch nicht von Macrons Programm überzeugt sind. Der Kandidat von Macrons Partei steht kurz davor, diesen bürgerlichen Wahlkreis zu erobern. Der Politneuling hat im ersten Durchgang 41% der Stimmen erhalten. Für Opposition wird die absehbare breite Mehrheit wenig Platz lassen. Die Mehrheit, die wir bilden wollen, ist eine Mehrheit, die die gesamte Bevölkerung versammelt. Also per Definition beinhaltet sie Qualitäten wie Vielfalt. Für Vielfalt in Macrons Bewegung soll etwa sie stehen. Die 26-jährige Landwirtin Sandrine Le Fleur aus der Bretagne. In Stiefeln fühle sie sich wohler, sagt sie. Sie hätte sich vor noch ein paar Monaten nicht vorstellen können, eine Politkarriere anzustreben. Ich mache das nicht fürs Geld. Als ich mich engagiert habe, habe ich nicht geschaut, was ein Abgeordneter verdient. Ich mache das wirklich, weil ich es satt habe, Politiker zu wählen, die uns nicht vertreten. In ihrem Wahlkreis hat sie gestern 30% der Wähler überzeugt, geht als Favoritin in die Stichwahl am Sonntag. Wenn wir nie Leuten ohne Erfahrung ihre Chance geben, werden wir die Politik nie erneuern. Ihr knapp unterlegen in dieser früheren sozialistischen Hochburg ist der konservative Kandidat mit 36 Jahren und Erfahrung in der Lokalpolitik, sieht er im Vergleich zu seiner Konkurrentin richtig alt aus. Man kann nicht von einem Extrem ins andere kommen, von einer Welt, in der es nur Politprofis gibt, zu einer neuen, in der es nur Amateure gibt. Die Politik ist allen offen, aber sie ist eine ernste Angelegenheit. Eine ernste Angelegenheit, für die sich die Hälfte der Franzosen gestern aber nicht begeistern konnte, sehr zum Leidwesen aller politischen Parteien.